Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich ein Brot wieder und ich stelle den Roggenmehl so in Vorteig abends. Und dann am nächsten Tag heute zum Beispiel frisches Brot gibt es da. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie ich es zubereite, wie ich es dieses Brot backe, dann bleiben Sie bei mir und ich zeige euch Schritt für Schritt wie immer. Und für die, welche haben noch vielleicht nicht gewusst oder wissen noch nicht, dass ich mein erstes Buch rausgebracht habe, dann schaut bitte, liebe Freunde, unten in die Beschreibung. Da steht der Link, wo kann man mein Buch erwerben. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn einer oder die andere von mir dieses Buch auf ihre Regale stehen lässt oder vielleicht einfach weiterteilt und weiterempfiehlt. Bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Aber jetzt werden wir noch unser Brot aufschneiden und schauen, wie es innen drinnen aussieht. Das Brot ist noch richtig warm. Normalerweise muss man Brot richtig abkühlen lassen, bevor man ihn anschneidet. Aber meine Enkelkinder sitzen da im Wohnzimmer und warten schon auf das Brot. Eine sehr knusprige Kruste und dann, uiuiui, das merkt man, dass es Roggenmehl ist hier, richtig schön dunkles Brot, aber trotzdem ziemlich locker. Es ist ein gelungenes Brot geworden. Schaut. Nun wirklich, muss man ihn richtig schön abkühlen lassen. So, liebe Freunde, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video anschauen. Gestern abends habe ich einen Vorteig gemacht mit Roggenmehl, Vollkorn-Roggenmehl. Es kann man aber auch andere Roggenmehl nehmen, wie 11,50 zum Beispiel. Habe ich auch gebacken, dann wird das ziemlich helleres Brot. Das ist jetzt Roggen-Vollkornmehl. Ich habe noch 100 Gramm genommen und 125 Milliliter warmes Wasser und von den Hefe so eine Prise nur dazu gegeben, mehr nicht. Und haben gelassen über Nacht stehen. Schaut ihr, wie schön es ist. Blase gezogen, richtig schön fermentiert. Und jetzt können wir einen Hauptteig herstellen. Was möchte ich gerne dazu sagen, dass ich jetzt dieses Brot ohne Gramm Zucker oder Honig oder irgendwelche Süße werde backen. Weil ich habe mal eine Frage gestellt, die eine Zuschauerin geschrieben, dass bei ihr oft den Hefeteig irgendwie klappt nicht, geht nicht auf. Und sie vermutet, ob er das wegen Zucker, weil die dazu gibt keinen Zucker. Eigentlich in unserer Mehl ist die Stärke. Und den Hefe holen die schon aus dieser Stärke, diese Zucker, das zum Gehen. Es geht etwas länger. Wenn ich jetzt hier Zucker zum Beispiel hier schon dazu gegeben, da würde es jetzt noch besser aufgehen, noch mehr Blasen ziehen, weil durch das Zucker Hefe sozusagen bekommen diese Futter und bilden sie mehr Gasen. So, aber ohne Zucker dauert es mal etwas länger. So, und jetzt werden wir auch so ein Brot backen ohne Zucker und wird ihr sehen, ob das jetzt gut klappt oder nicht. Geben wir jetzt mal Wasser dazu, warme Wasser. Dann habe ich hier 3 Gramm Hefe, trockene Hefe. Und von denen habe ich eine Prise gestern genommen. Jetzt Rest gebe ich rein. Ihr könnt es natürlich in Küchenmaschine, diesen Teig zubereiten. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt ein bisschen Zucker dazu gebt, es wird dann alles schneller und noch mehr Brot wird Blasen haben. So, und jetzt gebe ich dazu gesiebte Mehl. In meinem Fall habe ich jetzt genommen 550er. Noch ein bisschen. Und jetzt kann man schon mit den Hand es machen. Gebe ich jetzt den Salz zu dem restlichen Mehl, verrühre und gebe dazu.
Genauso auch weiche Butter. Habe ich ein bisschen ihn anschmelzen lassen, aber jetzt ist schon fast wieder fest. Auf jeden Fall muss man weiche Butter geben oder geschmolzen, weil es ist besser reinzukneten. Oder nimmt man einfach Öl. Geht auch. So, und jetzt herstellen wir einen Teig. Nehme den Teig jetzt auf den Tisch. Durch das Roggenmehl, der Teig ist sehr, sehr elastisch. Und knete ihn mal durch. Schaut, der Teig braucht nicht mehr Mehl. Es klebt gar nichts. So richtig schöne, elastische Teig. Ich mische gerne unterschiedliche Mehle zusammen, ohne irgendwelche mal da Rezept nachzuschauen. Oder ich schaue nach meinen Vorgängerrezepte und da mal was verändere, was ich gerade zu Hause für so ein Mehl habe, was muss weg. Einfach experimentieren und eigentlich klappt immer. Gut durchkneten. In die Schüssel ein bisschen Öl geben, dass danach den Teig besser rauskommt. Zudecken und warm stellen. Und wenn er einmal aufgeht, könnt ihr ruhig einmal ihn runterkneten und danach noch einmal aufgehen lassen. Das Brot wird danach auch viel bekömmlicher und im Geschmack auch besser, wenn wir wenigstens mal einmal aufgehen lassen. Entweder runterkneten und nochmal aufgehen lassen. Und bei jedem wird es unterschiedlich sein, wie warm bei euch im Zimmer ist. So, zudecken und warm stellen. So, schauen wir, was unser Teig macht nach einer Stunde. Ist noch nicht viel aufgegangen. Es ist auch logisch. Es ist so wenig Hefe, aber wir müssen es Zeit geben. Jetzt nehme ich warmes Wasser, mache meine Hand da rein und werde meinen Teig so ein bisschen ziehen und falten. Alle vier Seiten. Dann drehe ich meinen Teig um und streichle ihn. Einfach so rund. Ich liebe wahnsinnig, wie mit dem Teig zu arbeiten. Was ich in meinem Leben von dem Mehl verarbeitet habe, das ist ja Wahnsinn. So, lege ihn wieder zurück, decke ich zu und lasse weiterhin aufgehen. So, es ist jetzt wieder eine Stunde vergangen. Und unser Teig gar nicht so schlecht aufgegangen. Und jetzt werden wir auch schon das Brot formen. Nehmen wir raus. Ist richtig schön leicht. Ich gebe erstmal ein bisschen Mehl auf den Tisch und auch gleich in mein Töpfchen habe ich Backpapier drauf gemacht und gebe auch so Mehl. Und jetzt forme ich das Brot. Und jetzt runde ich ihn an und versuche, dass oben so eine Spannung reinbekommen. Schleifen wir am Tisch, dass wir unten einen guten Verschluss bekommen. So, so eine schöne Knolle haben wir und lege ich jetzt in mein Töpfchen. Hier verliert sie sich richtig da. So klein ist. Gebe ein bisschen Mehl drauf, decke zu und lasse ihn wie im Töpfchen nochmal aufgehen. So, es ist jetzt wieder eine Stunde vergangen. Schauen wir mal rein. Es sieht schon gut aus. Den Backofen habe ich schon angemacht zum Vorheizen auf 230 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt schneide ich noch ein bisschen mein Brot ein. Decke zu
und lasse bei 230 Grad 30 Minuten backen. Danach nehme ich den Deckel ab, die Temperatur stelle ich auf 200 Grad runter und backe dann ohne Deckel ungefähr so 15-20 Minuten. Ihr müsst natürlich anpassen an eure eigene Backofen. So, meine Lieben, so sieht mein Brot aus. Holen wir raus. Und natürlich ist es sehr wichtig, bei dem Brot einen Klopftest machen. Es klingt gut. Wenn er spürt, dass es etwas noch dumpf ist, kann man ohne Form einfach so 5-7 Minuten nun nachbacken lassen. Das kann man sagen, sozusagen mit Restwärme wird es auch reichen. Jetzt lassen wir ein bisschen abkühlen und dann können wir schon aufschneiden. So, liebe Freunde, das Brot wirklich geht einfach. Es braucht nur längere Zeit, dass ihr mal immer wieder runterkneten und warten. Es ist nur Wartezeit. Viel Arbeit ist das nicht. Ja? Aber wenn ihr Zeit habt, dann versucht ihr mal nachzubacken. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare. Über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!